müssen da hin, okay. Alter Vater, ey. Das Alien will uns eigentlich echt nicht in Ruhe lassen, fällt mir gerade so auf. Das will uns so brutal tot sehen. Jetzt haben wir so viele. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich sogar ein anderes Alien inzwischen. Eins haben wir ja ins Nirvana geschossen. Ja, ich gehe. Nein, nicht auf mich. Hey, da ist es. Was zur Hölle? Warum geht es auf mich? Sind sie selber schuld? So, wohin muss ich denn? Stellen sie den Strom wieder her? Ja, super. Super, danke, ey. Ach komm, als ob das Alien jetzt gerade rauskommt. Was haben wir denn hier Feines? Komponente B. (1851). Sinclair hier. Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis wir kommen. Es tut mir leid, aber als sie sich dazu entschlossen haben, ein Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. Mein Gott, ey, mein Flammenwerfer ist fast leer. Vielleicht sollte ich mal einen Molotow benutzen. So, jetzt mal gucken. Jetzt haben wir hier alles angemacht, das ist richtig schön. Jetzt können wir da hinten hin. Verpiss dich doch einfach. Es so schwer wäre, einfach zu gehen. Nein! Nee, ey, das darf doch nicht wahr sein. Das ist so ein Fickviech, ey. Mann. Ein verficktes Fickviech ist da jetzt noch zwischen den Kisten und ich merk's nicht.
Was zur Hölle? Ich hab doch... Mann, das könnte man doch auch totschlagen. Ist doch behindert. Ja, dann benutze ich halt noch den Flammenwerfer nochmal. Auch wenn da fast nichts mehr übrig ist und ich den eigentlich aufsparen möchte, wenn ich kann. Egal, da reicht ja eine kleine Salve. Und dann ist das hier eigentlich auch weg, das Ding. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, der Bewegungsmelder ist mein bester Freund. Schön, es nützt mir gar nichts, wenn da an der einen Stelle dieses eine Viech ist, das große Alien alarmiert, mein Flammenwerfer fast leer ist. Versuche ich es jetzt auf diese Weise mal wieder ganz klassisch, indem ich mich vor dem Alien verstecke. Man kann sich einfach gehen. Merken, oh, hier ist ja gar niemand. Geht doch. Ja, dann kommt's wieder direkt raus. So kennen wir das Alien doch. Kommt's nie wieder direkt zu mir. Ey, jetzt guckt sie dir hier gleich rein, wahrscheinlich für ein bisschen.
Dann rennt sie da rum, dann geht's wieder kurz und ist direkt wieder draußen. Passt auf. Das hätte sogar fast knapp sein können. Gehst du hin, Alien? Jetzt kommt's wieder zu mir, oder? Sehr schön. Sehr gut. Normalerweise, wenn man speichert und lädt, was mir irgendwie aufgefallen ist, dann setzt sich das Alien, ich weiß auch nicht, das fühlt sich so an, wie als würde es sich zurücksetzen. Wie als wäre es nie aufgeschreckt worden von irgendwas. So, und jetzt muss ich eigentlich nur hier warten, mich hier verkriechen für eine Weile und irgendwann dann wieder rausgehen. Das Alien ist gerade ein bisschen weg. Also können wir ja mal da durchgehen. Okay, hier haben wir noch gar kein Kartenmaterial, wie es ausschaut. Aber jetzt haben wir, oder? Ja, wir können da hinten hin. Torrance an Ripley. Ripley, wir gehen jetzt in Position für die automatische Landungsbrücken-Andocksequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Ich hab hier auch so langsam keine Ahnung mehr, ey. Aber ich gehe einfach immer weiter. Das ist jetzt natürlich sehr blöd. Das hat uns jetzt gerade noch gefehlt. Jetzt müssen wir irgendwie wieder hin. Station verlassen. Station verlassen. Was haben wir denn hier Feines? Revolvermunition, als ob wir die jemals wieder brauchen würden. Das Alien, reagiert sehr unempfindlich gegenüber Schusswaffen. Ja, ja. Und auch sonstige Sachen lassen es völlig kalt. Ich kann nur froh sein, dass es... Nee, jetzt. Oh, nee.